Tag zusammen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum zeigt er mir gerade hier sein Frühstück, die Autobahn und diesen wirklich köstlich aussehenden Kartoffelsalat mit vegetarischen Frikadellen? Ganz einfach, wir fahren nach Österreich. Warum? Zum Wandern natürlich. Warum sollte man sonst nach Österreich fahren? Ihr wollt auch noch wissen, wohin? In das österreichische Bundesland Vorarlberg. Dort verläuft nämlich der Lechweg, ein ca. 120 Kilometer langer Weitwanderweg. Der Weg folgt dem namensgebenden Fluss, dem Lech, vom Vormariensee bis nach Füssen im bayerischen Allgäu. Wir sind diesen Weitwanderweg nicht im klassischen Sinne gelaufen. Also nicht von Hotel zu Hotel, sondern mit Wohnwagen und Dachzelt. Das heißt, wir haben uns auf diesem kleinen, schönen Campingplatz niedergelassen und sind dann immer mit dem Bus oder mit dem Auto zum Startpunkt der jeweiligen Etappe gefahren. Nachdem wir uns häuslich eingerichtet hatten, haben wir die erste kleine Bergrunde gedreht. Direkt vom Campingplatz aus ging es hoch in den Wald, in dem sich eine kleine Klamm befindet. Nach dem Abendessen haben wir den Abend mit einem Film ausklingen lassen. Der Tag startete schon super sonnig. Mit dem Auto ging es bis nach Lech. Von dort aus mussten wir weiter mit dem Bus hoch zum Vormariensee fahren. Die Etappe startet eigentlich am Wendekreis und führt runter ins Tal und endet in Lech. Die 10 Minuten, ich nenne es mal Umweg, zum See lohnen sich aber allemal. Wer im Sommer in den Alpen wandern gehen möchte, wird wohl oder übel mit Kuhherden in Kontakt kommen. Gerade mit Hunden kommt es leider ab und zu Kontakten, die man nicht so schnell wieder vergisst. Hunde können von den Kühen nämlich als Feinde angesehen werden, vor allem von Mutterkühen mit ihren Kälbchen. In den meisten Fällen stören sich die Kühe aber nicht an Wanderer. Dennoch sollte immer Vorsicht geboten sein. Die folgenden Regeln werden euch das Durchqueren einer Kuhherde ein bisschen erleichtern. Erstens, Kühe nicht anfassen und nicht füttern. Zweitens, Abstand bewahren. Ihr wollt ja auch nicht von allem und jedem immer bedrängt werden. Drittens, innerhalb der Weide gehören Hunde immer an die Leine. Viertens, die Wege nicht verlassen. Die einzige Ausnahme ist, wenn die Kühe den Weg blockieren. Dann ruhig außen rumlaufen, aber sofort wieder auf den Weg zurück. Generell gelten Kühe nicht als gefährlich, also man muss keine Angst vor ihnen haben. Dennoch sollte man immer mit Respekt dem Tier gegenübertreten.
Ja. Hast du voll eingemischt? Hast du nicht gehört? Ja, doch. Ich glaube nicht, dass man es auf der Kamera hört, aber... Hier ist sie, die Quelle. Hier kommt es aus dem Boden gesprudelt. Jetzt ist schon weg. Wo denn? Ach da. Ich hoffe, man sieht das. Ich hoffe.
Nach ca. 6 Stunden und 15 Kilometern sind wir in Lech angekommen. Hier sieht man noch einmal, wie groß der Fluss mittlerweile geworden ist. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao!